Holz sollte jetzt wieder ein bisschen reichen, denke ich mal. Hoffe ich. So, ich habe Lagerfeuer an. Ich habe Lagerfeuer. Ich habe Feuer gemacht. Yay. Ich habe fast unseren, oder vielmehr euren, zärtlich gezüchteten Baum gehackt. Haben wir aber noch erkannt. Okay. Seriously? Ich habe es genau gehört. Okay. So, dann. Halter für Stock. Den Tag gestern finde ich, dass ein N erklärt werden sollte. Zeitnah. Was für ein ja, bitte. Was für ein M? Das M war zum Beispiel. Achso. Wo ich dachte, siehst du was? Tötet dich was? Hörst du was? Ach so, nee. Was? Wenn ich das nicht mache, erinnert mich bitte dran, ich sag auch ständig M. Bitte was? Hier liegt was? Hier liegt eine Holzfeite, warte, da. Du kannst, glaube ich, 3 mitnehmen. Ja, genau. Irgendwo durch den Wald. Ich finde das übrigens super, Luzi, dass du das hier alles gerade aufbaust, damit wir ein bisschen Ordnung kriegen. Ich kriege nämlich langsam die Krise. Bitteschön. Genau deswegen. Genau deswegen. Genau deswegen. Wir haben schon nicht viele Möglichkeiten, aber... Ich habe mein Holz eingeräumt, ganz brav. Ja, sehr gut. Ich mein's auch. Ich auch. Seit wann regnet mal, es irgendwie? Das weiß ich nicht, aber irgendwas machst du da falsch. Wenn es blutiger regnet. Da sind 2 Pilzsuppen fertig, falls einer möchte. Hä? Arbeit, dann komme ich essen. Essen ist Jeder fertig. Ein anständiger Holzfäller tot. Wisst ihr, wenn man das dann so vor sich sieht, dann haben wir auf einmal doch relativ viel Holz. Ja, komisch, ne? Und dann ist es doch relativ schnell wieder weg. Wenn ihr wollt, dass ich aufhöre zu bauen, müsst ihr mir das nur sagen. Nein, nein. Mach, bau. Bau. Bis dahin baue ich, bis ich mit meinem Werk zufrieden bin. Bau einfach. Bau. Es geht einfach darum, dass das... einem das immer so viel erscheint, es aber gar nicht viel ist. Wie war es da gerade irgendwo? Holy shit, ich habe an einem Bein 5 Nägel gehabt. Wir müssen lange liegen. Clara, Rekord! Ich wusste gar nicht, dass wir hier Rekorde aufstellen. Also am häufigsten sterben, ja, aber der Rest. Um einen Speer zu machen, brauche ich einen langen Langer Stock, dicker Stock und 2 kleine Stöcke, glaube ich, oben da. Langer Stock und Steinklinge und Seil. Langer Stock, Knochen, Seil. Oder Knochen. Jetzt, ich weiß aber nicht, ob der besser ist, aber ich gehe mal stark davon aus, dass er das ist. Knochen ich hoffe, hatte ich da hinten welche reingetan. Okay, ich muss mich jetzt einmal hinlegen gehen. Das heißt, bitte Waffen in Anschlag bringen. Nur so für den Fall, dass ich Besuch kriege, der nicht Basti heißt.
Oder Pekari. Oder so. Schwacher Speer. Ah, da rennt Luzi rum. Luzi, Achtung. Ich bin in deiner Nähe. Gott. Ich hab gesagt, Luzi, Achtung. Ja, aber dann sag doch nicht, Luzi, Achtung. Pause, Pause, Pause. Ich bin in deiner Nähe. Sag mal doch, wieso, Achtung. So. Okay. Kommst wieder sehr stark abgehakt drüber. Ja. Ich wollte es nicht sagen. So. Oh, ich müsste vielleicht mal ein bisschen Fleisch essen. Ich gehe mich aber erstmal hinlegen. Kann ich die eigentlich auch grillen? Ich habe den leichten Eindruck, uns sind die ganzen Tiere abgekommen. Mhm. Ich glaube, das Spiel ist tatsächlich schlau genug, dass es dir sagen kann, dass du eine Gegend leer gejagt hast. Wieso liegen die ganzen Stöcker hier auf dem Bett? Ich nicht gecheckt habe, dass das Bett ist und das Ding voll ist. Ich guck so, hä, warum liegen hier Stöcke? Hier war doch ein Bett. Es ist fast wie bei mir zu Hause. Ich schmeiß die Wäsche auch immer nur aufs Bett und dann räume ich sie immer runter vom Bett und dann wieder rauf aufs Bett, wenn ich fertig geschlafen habe. Bis ich mich dann mal erbarme und sie zusammenlege und in den Schrank tue. Oder anziehen musst. Oder anziehen muss, genau, weil es halt alle ist. Ich hab. Wobei, was ist bei euch denn so das Erste, was wovon ihr dann nichts mehr habt? Von was? Bei Klamotten, wenn ihr nicht waschen würdet, was würde als erstes zu Ende gehen? Also hättet ihr als erstes keine Socken mehr oder keine T-Shirts mehr? Was wäre so das Erste? Leggings. Bei mir wären es Leggings, weil ich die einfach tagtäglich 3 Leggings oder so in die Wäsche schmeiße wegen den Hunden. Ah, okay. Ja gut, dann macht das Sinn. Ich würde sagen, bei mir sind es die Unterhosen. Ich glaube, bei mir wären es Socken. Klingt jetzt total doof, was ich jetzt sage, aber das Problem, was ich mit den Oberteilen habe, ich kann die so ungefähr 2 Monate anziehen und dann habe ich das Problem, dass aufgrund meinem, wie sagt man so schön, doch recht ausgeprägten Holzfürnhütten meine Oberteile vorne durchsichtig werden. Oh, das kenne ich aber, Hami. Das kenne ich. Das ist scheiße. Und dann muss ich die halt regelmäßig neu kaufen, beziehungsweise rotiert das dann so durch. Weißt du, das kann ich nicht mal auf der Arbeit anziehen, das ziehe ich zu Hause an. Oder das ist nur noch zum Schlafen. Ja, genau. Ja, zum Schlafen. Nein. Und dann klingelt ganz früh morgens der DHL und man hat nur noch schnell Zeit, so eins von denen, die man nur zu Hause anzieht, überzuwerfen. Ich habe wieder nur die Hälfte gehört. TeamSpeak Server. Eventuell müssen wir da wirklich mal überlegen zu wechseln. Ist das denn das? Das wäre nämlich sonst meine Frage. Hast du irgendwie wieder beides laufen? Beides in welcher? Weil du meintest doch, du hattest irgendwie die Razer-Software und Discord, beides gleichzeitig. Die Razer-Software läuft ja immer. Die kann ich nicht ausmachen. Habe ich jetzt die Lagerfeuerasche? Ich brauche irgendwas mit Fett, ich brauche nichts mehr. Von Kohlenhydraten. Ich glaube, ich gehe mal gucken, ob ich irgendwas finde. Ich nehme mal die Palme weg, ne? Ich habe einen Stachelrochen.
Ich grill mal eben Stachelrochen. Ist gut, weil ich bin runtergefallen, hab Au gesagt und hab dann gesagt, alles gut. Ich bin nicht wehgetan. Hier singt irgendwer. Was? Bei der Bananenplantage hinterm Haus. Da liegt jemand? Da singt. Ach so. Ich hab kurz verstanden, da singt wer. Ah. Luzi, erschreck mal nicht. Ich werf dir grad mal Stock runter. Okay. Basti hier unten, aber das gibt nur Protein. Ist ein Stachelrochenfleisch gekocht. Ich nehme Basti das. Basti läuft gerade da hinten rum und untersucht, wer singt, wenn ich das richtig interpretiere. Okay. Wirklich so. Dann packe ich das Fleisch erstmal in die... Wie sieht das da aus? Das sieht alles gut aus. Dann packe ich das mal hier rein. Er macht das einfach in der Küste. Ja, aber dürfen wir halt nicht vergessen, weil das ist nur ein Tag und ein bisschen... Mhm. Oh, hier ist auch noch Knochen. Ja, notfalls hol. Wenn er es nicht will, dann hole ich es mir nachher. Jo. Ich finde, das war eine super Idee mit den Lagerkisten und den anderen Lagermöglichkeiten. Ui, ich hab jetzt wieder Knochenkleine. Ja, sag mal, ich krieg doch diesen kleinen Stock hier nicht auf. Kommst du mal daher jetzt? Ich krieg hier die kleinen Stöcke nicht aus. Hä? Was hast du da eigentlich in der Hand? Eine Axt? Trägst du sonst noch was mit dir rum? Einen Speer? Nein, ich meine so im Moment. Halt mal gerade kurz stehen, bitte. Ich mach dir mal ein Foto. Oh Gott. Was ist denn da? In welchen Server schickst du das? Ich schick's dir direkt. Was ist denn das aber wieder für ein Käse? Also ich habe jetzt hier den Speer auf den Typen geworfen. Er ist tot, er liegt jetzt... Haben sich da eventuell zwei lange Stöcke bei mir festgebackt? Kann sein, aber jetzt ist mein Speer ist jetzt wieder weg. Irgendwie ist heute ein bisschen buggy, kann das sein? Ein bisschen, ne? Jetzt seinen hässlichen Bogen aufgehoben, aber den will ich überhaupt nicht haben. Ich will meinen Speck bekommen. Ich will den Bogen! Hä? Den nehme ich. Warum mault denn der jetzt schon wieder? Nein, ich möchte da nicht schlafen. Ich will diese scheiß Stöcke haben. Ich kann die nicht aufnehmen. Die kleinen da? Ja, ich kann die nicht aufnehmen. Hast du vielleicht... Bist du voll? Nein, ich komme einfach nicht dran, weil ich nur an dieses Bett rankomme. Das ist das Problem. Ich komme da nicht dran. So, kann man es auch machen. Danke. Also, falls ihr mich jetzt atmen hört, tut's mir leid. Alles gut. Damit haben wir kein Problem. Warum schleiche ich denn wieder nur darum? Habt ihr Hunger? Ja. Das kommt drauf an. Kommt das Fleisch von einem Menschen oder von einem Tier? Großes Tier. In Riesenkrötenfleisch, das habe ich hier aber gerade drauf getan. Also wenn jemand Proteine braucht, feel free. Ja, ich glaube, ich muss erstmal schlafen. Hat jemand zufälligerweise das Stück Gürteltierfleisch da eben mitgenommen? Das habe ich irgendwie vergessen.
oder ist es verkocht? Das wäre doof. Welches? Da lag, da wo jetzt die Schnecke liegt, lag ein Stück Gürteltierfleisch. Das habe ich vielleicht gegessen. Das ist okay. Ich wollte nur nicht, dass es verkocht. Achso. Eine Pilzsuppe, weil sonst würde ich Kugelgürteltierfleisch roh drauflegen. Ja, warte, hier ist doch, hier sind zwei Sachen fertig. Nehmen wir runter, zack. Weil die Suppen, die halten sich. Das ist okay. Was für Menschenfleisch? Ja, wegschmeißen. Oder hast du Bock, wieder irgendwelche Hallos zu kriegen? Wenn es gut schmeckt. Denk nicht mal dran. Dann stirbst du wieder an deiner Halluzination. Nein. Ja, die Hallus sind ja echt extrem, ey. So, ich mach mir mal einen voll. Ich leg mich mal kurz hin. Nee, mach ich nicht. Ich habe drei volle Bidone mit sauberem Wasser. Ich mach gerade auch einen voll. Hase? Bitte wie? Brauchst du einen vollen Bidon? Ich habe drei volle Bidone mit sauberem Wasser. Ich habe einen Bidon, aber danke. Okay. Kennst mich doch, meine Wasserversorgung muss aufrechterhalten bleiben. Ich leg mich mal ganz kurz hier auf den Boden. Hat man nicht noch Bananen? Bananen sind auch in der Nahrungskiste. Da komme ich nicht ran, weil die in Verwendung ist. Wahrscheinlich, weil du davor liegst. Das tut mir sehr leid. Sorry. Irgendwer wollte den Bogen haben, ne? Ich schmeiß mal ja. Lebenslang. Ja, ich liebe Bogen. Ja, ich hier. Mist, kein Platz im Rucksack. Willst du mich verarschen? Ja, dann musst du den anderen Bogen wegpacken. Ich habe ja keinen anderen Bogen, ich habe aber zwei Steinklingen. Ja, dann. So. Wir müssen definitiv jagen gehen. Ja, jo. Basti, was hältst du davon, wenn wir warten, bis es ein bisschen heller ist? Und dann gucken wir mal, was wir finden. Können wir gerne machen. Aber dann brauche ich noch irgendwas für jetzt zum Klammern, weil Protein ist auf 0, Fett ist bei 10%, Kohlenhydrate. Ja, dann geh doch hier mal an die Dingskiste. Da sind Bananen drin. Da ist dreimal Fleisch und eine Apfelschnecke. Aber Fett könnte ich gebrauchen. Nicht nur du. So, ich schlaf mal kurz. Und mach mal ganz kurz eine Pause. Ich bin gleich wieder da. Mein Igel abgenommen.